Aber ihr wisst, wie wir hier graben sollen. Ich sehe nicht mal die Mauer. Ja, ich hab Licht an, komm mit. Ah, hier ist die Mauer, ne? Ja. Und halt, wenn du STRG F4 drückst, dann siehst du und dann bleibt unser Claim sichtbar. Und wir sollen halt im Prinzip so bauen, so schaufeln und bauen, dass das halt schön auf der Claim-Grenze bleibt. Ah, okay, da muss jetzt hier weiter gebuddelt werden, hier. Ja, schräge nach oben. Wo wir dann aber den Kackcase hinschmeißen, habe ich gerade gar keine Ahnung. Und warte mal, komm noch mal mit, komm mal mit. So, hier, den ganzen Scheiß mal entlang. Vor die ganze Mauer kommt ja noch ein Graben. Mhm. Hat er hier schon Graben angefangen? Ne, hier ist noch Straße. Welches ist denn das bessere Essen, Mann? Keine Ahnung. Bufffood brauch mal eh nicht unbedingt. Deswegen ist es egal. Ich esse immer die kleinsten Stapel gerade zur Zeit weg. Ah, hier. Ja, also hier abgraben. Das ist halt das, was danach kommt, nachdem die Mauer fertig ist, ein Graben davor. Also noch ein Stück weg von unserem Claim. Und da kommt dann ein tiefer Graben davor. Mhm. Aber ich weiß nicht, wo Raven die Übergänge machen will. Also die wahrscheinlich immer vorm Tor. Ja. Wo seid ihr denn? Gerade nur ein Stück die Mauer entlang. Gleich bei Solen oder was? Nein, nee, wir sind gleich vorne. Schon wieder zurück. Ja, die Erde müssen wir wahrscheinlich da oben in den Brennofen reinschmeißen und anzünden. Also die Rundung hier, ne, die ist ja ein bisschen außerhalb, ne? Momentan ja, weil das Monument eingefallen ist ein bisschen. So. Ja, und ja. Weiter als bis zum Zaun kommen wir eh nicht ohne Raven. Ja, richtig. Das heißt jetzt auf die... Hier hochbuddeln oder hier runterbuddeln? Hoch. Da wo ich stehe oder direkt das Feld neben mir. Auf schräge planieren mit schräge nach oben. Buddeln. Ach, da wo du drauf stehst? Nein. Nein, das ist vor mir. Ach, guck, vor dir, da bewegt sich auch, wenn du es anguckst. Bei mir sackt es gleich ein Stück ab. Doc. Ja, Tatsache, okay. Also schräg nach oben planieren. Ja. Wollen nach oben graben? Nein. Nein. Handwerk, genau. Ah ja, hier oben. Alles schon vergessen hier. Planieren mit einer Schräge nach oben, ne? Mhm. Dann wollen wir mal das Werk fortlaufen lassen. Ja, und richtig schaufeln können wir eh erst, wenn die Judgment vorbei ist. Ja, richtig. Weil das hier ist gleich weggeschaufelt. Und das Feld, wenn das dann abgeerntet ist, dann können wir hier richtig schaufeln. Mhm.
Voilà. Erfunden. Boah, es gab schon. Wie das denn? Wir brauchen ein bisschen was zum Ofen anzünden. Habt ihr was dabei? Nee. Stöckchen, Rinde, Stück Kohle, keine Ahnung. Ist denn meine jetzt eigentlich höher als deiner? Was? Ist denn mein Stück jetzt höher hier eigentlich als deiner? Wie? Weil du nicht so viel abschaufeln kannst vielleicht. Ja, aber hier ist auch 9.7. Ah, hier ist Holz. Hat jemand eine Säge? Ach, da ist sogar schon was drin. Ach, ist das wunderbar. Oh, hier, meinst du? Ja? 9.2 noch was? 9.7 noch was? Achso, er hat dann planiert, ne? Die 9.7 hat er planiert bei sich drüben. Ich weiß nicht, sollte das nicht alles auf eine Säbel? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie weit das soll. Guck mal, was das bedeutet. Alles auf eine Höhe soll. Alles auf 9, glaube ich. Wird zu tief. Scheint so. Deswegen habe ich gesagt, ich will warten, bis Raven da ist, weil ich check das nicht immer. Ich komm gleich, ich guck's mir gleich an. Lasst mich doch die Erde verbrennen, Kinder. Und irgendwie funktioniert das nicht. Hm. Naja. Ich komm nicht hoch. Gib mal, Schatz. Hä, warum geht denn das jetzt nicht? Ist der kaputt? Nee. Okay, irgendwie geht's nicht. Ich kann meine Fackel nicht ausrüsten. Wo ist denn jetzt das Problem? Mal unten. Alles auf 9 ist. Hier. Weil das hier alles auf 9 ist. Wir müssen ja den Berg hoch, Kind. Wir müssen ja aufwärts. Wir können ja nicht hier einfach geradeaus durch den ganzen Berg uns durchbuddeln. Da haben wir hier eine Spalte. Aber klar. Das muss ja schräg hoch. Und wenn du graben tust mit Schräge nach oben, dann passiert das automatisch. Schräge nach oben planieren. Warum ist denn mein Ding so weiß und nicht so grün wie deiner? Was? Was für ein Ding? Das ist grün. Ja, weil du das letzte Schaufeln dann nicht gemacht hast. Das hab ich gemacht. Okay, einfach wo soll ich ja meine Sachen nochmal planieren? Ja, aber ich krieg das irgendwie nicht hin, dass das da funktioniert, der Scheißdreck. Ja, wegen der Erde, die jetzt im Sack kam, ne? Ja, eigentlich kann man die verbrennen. Erde im Sack? Ja, wir sollen die ja verbrennen. Ich krieg die scheiß Erde nicht in den Ofen rein. Der will die nicht aufnehmen, auch wenn ich nur 10 Stück rein tue oder 1. Und eigentlich müsste das gehen. Gar nichts bei. Gehen wir mal rüber? Na egal, ich kann es schnell. Ich kriege auch nichts rein. Dann gehe ich an meine Maschinen. Da weiß ich, da hat es bisher funktioniert. Ich komme daher. Wollen wir Tour zu machen? Ja. Immer. Oh. Blöde Fliege nervt mich gerade. Ich bin gleich wieder da. Okay. Hä, geht auch nicht. Was soll denn das? Yeah.
Haben sie da irgendwas gefixt oder wie? Hä? Okay, irgendwas stimmt mal gerade gar nicht. Meine Erde ist komplett weg. Okay. Aber ich weiß nicht wie. Die ist einfach verschwunden. Ah, das ist gut. Soll ich auch mal einfach reinschmeißen im Ofen, oder? Ja. Rein. Nur mal so ein paar reinmachen, was weiß ich, 50, 100. Die müssten eigentlich reingehen. Ah, 10 sind drin bei mir. 10 und dann ich rein. Den Rest draufziehen. Dann versuch den Rest komplett rüber zu ziehen auf die 10. Ja, ist drin komplett. So, jetzt brauchen wir bloß noch was zum Anzünden. Hol cool. Kurz was. Ich habe hier ja meine Schubkarre mit Rinde. Und zack, alles ist weg. Coole Sache noch. Du weißt ja noch, wann wir angefangen haben. Ja. Ja. Da ungefähr habe ich ja hier die Kiefern gepflanzt. Mhm. Die sind immer noch nicht ausgewachsen. Halleluja. Deswegen haben wir ja auch dieses Holzproblem gerade momentan. Ah, das kriegen wir schon hin irgendwann. Das ist ja scheiße, dass du halt nicht die großen Balken nehmen kannst, ne, irgendwie. So, so Holzstämme, weißt du, mitnehmen gleich irgendwie so 2, 3, 4 Stück oder 5 Stück auf dem Wagen drauf und dann. Oh! Okay, neuer Auftrag, oder? Na? No. Ja, für dich wahrscheinlich nicht, du wirst es nicht machen können. Ah, neuer Auftrag, Schatz. Was denn? Doch nicht. Ist noch nicht so weit. Ist noch nicht falscher so Alarm. Weit. Falscher jetzt, Alarm. Jetzt hast du mich vom Klo runtergegangen. Ach was. Na doch, hoch. Sieht aber geil aus hier drin. Ich hab schon gedacht, hier kann Kampfalarm oder so. Nee, Feld abernten, aber. Die Blüten sind noch zum größten Teil blau. Dann kann ich hier in Ruhe noch weiter essen. Mhm. Oh, dann machen wir Helge nach oben. Auf geht's. Irgendwann müssen wir halt wieder so eine Plattform machen im Prinzip, aber ich weiß nicht, soll der Raven erklären. Ich habe auch keinen Bock zu schaufeln, echt. Oh, ich schaufel gern. Hier lieber dumm in der Gegend rum. Mach nix. Ich guck mir an, wie es fällt. Schöner wird. Ich halte Wache. Falls einer kommt, schrei ich und renn weg. Genau. Es kommt jemand. Achso, das Auto schreit. Ups. Wie war das, immer bei dem anderen da? Bei dem verarschen? Arschbiet. Egal, die Füße fest. Russen kommen. Herbel, der Raven kann ja auch nicht von uns erwarten, dass wir dasselbe schaufeln wie er. In derselben Zeit. Der war bestimmt heute Nacht wieder online. Konnte bestimmt wieder nicht schlafen. Ja. Hat er schon alles ringsum gebuddelt, oder was? Ja, wir müssen unser Stück hier machen. Das Solin bei sich. So, ich bin... Hab
Habt ihr schon mal nach den Dingen geguckt? Nach den Hühnerstellen? Zum Beispiel nach denen gucken? Ich hänge hier fest. Dann kriegt ihr auch ein bisschen Level. Ist ja auch die Vorarbeit zum Kochen. Muss man das ja auch leveln. Immer gucken, ob Futter drin ist, ob sauber ist, ob man was ernten kann oder was rausschlachten muss. Was? Die Hühner brauchen Essen? Was ist das denn? Und beim Schlachten immer klickst einfach auf Qualität und guckst dann, was die schlechtesten sind von der Qualität. Mhm. Und was die ältesten sind. Und die rausschlachten. Ha? Sag grad, ich klick gerade auf Verwalten. Ja, genau, warte, ich guck mal mit in den Hühnerstall rein. So, Verwalten. Dann klickst du oben auf, wo steht Qualität? Ganz rechts bei mir. Da war ich bei den Hühnern, bist du da jetzt drin? Ja, und ich hab Qualität. Ich hab alles nach Reihe, nach Reihe, also 198, 98, genau, 98, 97. Und dann guckst du mal, jetzt zum Beispiel haben wir da ein Huhn, das ist schon 16, ist zwar Qualität 98, aber ist schon 16. Mhm. Lieber schlachten, ist schon alt, bevor es stirbt. Und wie mache ich das? Unten das Huhn anklicken, dann ist das grau unterlegt und dann steht unten schlachten, dann auf schlachten klicken. Oh mein Gott, ich lege kein Huhn. Ich schlachte das Huhn. Das geht überhaupt nicht. Okay, ich habe rausgekriegt 10 Federn. Kriegt man immer. 73. Ja, 73. Okay. Dann jetzt hast du weiter unten halt hier den Huhn 97. Rausschlachten. Weil es eine schlechte Qualität oder was? Ja, ja. Immer die schlechteste Qualität raus. Und die Ältesten. Und die Ältesten. Die raus. Und mindestens 4 Hühner übrig lassen. Hm? Weil. Wegen Ego-Ego, wa? Genau. Sonst machen sie irgendwann kein Ego-Ego mehr. Und an der Seite ist doch so ein kleines Symbol ganz links in der Mitte von dem Kästchen. Da muss ich mal genau gucken, da sind 2 Schafe, die poppen. Wo? Mitte von diesem Fenster ist ein Pfeil an der Seite dran, mit einem Viereck, das Türkis ist. Habe ich hier beim Hühnerstall nicht gesehen? Doch, da an der Seite, dran. Hey, wo denn? Doch. Ah, okay, ich sehe es. Linker Rand vom Fenster. Ja, egal. Ja, also 4 Hühner rausnehmen, dann dauert es länger wieder, bis das in Gang kommt und die produzieren und halt sich vermehren. Ich würde 5 Hühner. Jetzt ist es da. Ja. So komisches. Genau. Grüßt euch. Servus. Und bei größeren Stellen, anderen, da kannst du da draufklicken und da kannst du dann ein Männchen und ein Weibchen aussuchen, die sollen sich dann vermehren. Okay. Ja. So, und bei den Hasen? So, bei den Hühnern sieht es jetzt okay aus. Bei den Hasen im Prinzip dasselbe Spiel. Außer hast du geerntet bei den Hühnern. Da hast du oben rechts so ein Ding stehen, da steht Erntemenge. 1 von 6. Und unten rechts steht Ernten. Da dann noch draufklicken. Ich ahne, worüber ihr gerade redet. Wenn ich kurz dazu sagen darf. Die Vermehrung findet sogar auch statt, wenn die nicht in dieser Vermehrungsliste stehen. Ja, damit kannst du natürlich viel besser steuern, was für Qualitäten kommen. Ist wie im echten Leben auch. Richtig. Da werden die paarenden Tiere dementsprechend ausgewählt, ne? Richtig. Das Beste vom Besten. Weiß einer von euch, wann heute eventuell Solin oder Raven wieder da sind?
Solen so weiß ich nicht. Raven weiß ich auch noch nicht, wann er online kommt. Okay, also Solin kommt vermutlich heute gar nicht mehr. Soviel ich weiß nicht, nee, der ist jetzt, glaube ich, ein paar Tage nicht da. Ah, okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Kein Problem. Nee, es geht um, weil es noch um die Lieferung geht. Kannst du besser später mit Raven abschnacken. Der weiß genau. Besser Bescheid als wir. Weil ich möchte natürlich nicht in die Judgment Hour kommen, wenn wir gerade mit unseren Wägelchen rüberfahren, weißt du? Ja, eben. Alles klar. Gut, alles ich sag mal bis später. Mhm. Danke. Bis später. Tschüss. So. Und bei den Hasen, da gibt's halt nichts zu ernten. Aber da gibt's was anderes. Nämlich zum Rausschlachten. Und da halt genauso dasselbe Spiel. Ich klicke immer auf Qualität und dann gucke ich, was sind die Ältesten und die Schlechtesten. Der Älteste ist der mit 13. Und die haue ich halt raus. Und der Älteste ist der mit 13 und hat auch die schlechteste Qualität. Ja, also und der andere ist dann noch der 12. Ja, die 13 und die 12 raus. Und so vermehren sich dann halt, weil du immer die Schlechtesten rausnimmst, bleiben halt immer nur die Besten übrig. Hm. Und irgendwann hast du halt dann richtig gute, hohe Quali. Okay. Oh. Oh, warum tust du... Oh. Hast du so viel Zeug im Inventar? Nö, ich hab's aus Versehen rausgeschmissen. Okay. Aus Versehen. So, okay. Was ist denn Bourbon? Hä? Glaube ich jetzt Bourbon bei mir im Inventar. Was ist das? Wie sieht's aus? So rosa? Rosa, ja. Und ja, leuchtender Urin. Ja, das ist auch. Damit kannst du dann auch irgendwelche Sachen mischen. Tränke, okay. Keine Ahnung. So, welcher war das jetzt noch? Der 92 und 12 Jahre alt, ne? Ja. Das waren ja die Schlechtesten und Ältesten. Ganz einfach. Und ein Pelz haben wir. Okay, dann haben wir hier den nächsten Stall. Warte kurz. Nebenbei immer noch ein bisschen am Futtern. Sorry. Das könnte ich eigentlich auch machen. Jo, hier sieht's ja aus. Auf jeden Fall Dünger rausmachen, Mist entmisten. Und was haben wir hier? Boah, hier ist ein steinalter Hase drin. Der muss auf jeden Fall raus, aber den machst du als letztes. Steinalter Hase. Das sind ja die Stelle von links hier eigentlich. Die hab ich gebaut. Die Baustellen hab ich hingesetzt. Das ist von niemandem seins. Das ist von uns allen. Da raten sie ihre. Scheiße ist das. Ich hab hier die Baustellen hingesetzt. Also, und ich hatte hier, wo ihr hier das Haus hingestellt habt, da hatte ich eigentlich die Scheunen hingestellt. Und wollte eigentlich darauf warten, dass ich mit euch reden kann, wie ihr die Idee findet. So, halt wieder reingehen, auf Qualität drücken und dann mal durchgucken. Also der Hase, der 22 ist und 99 hat, der muss auf jeden Fall raus, bevor er stirbt, aber den machst du zum Schluss. Und dann, ja, runterscrollen, dann würde ich die schlechtesten da unten rausnehmen. Wie viele Hasen haben wir? 10, also kill mal 4 Stück und dann den ganz alten. Also den 87er unten? Mit 4 genau. Jahre? 87, dann den 89, dann den 90er und dann den 91er und dann den 99er, den 22 Jahre alten. Ja. So, dann gucken wir mal, was braucht man? Die Hartholzbretter. Hartholz, Räder,
Metallbänder, Nägel. Okay. Warte, ich guck mal, was wir für die Räder brauchen. Ah, Werkbank öffnen. Ich Holz ist auch dabei. Für die Räder? Räder zwei Haferbrett, ein Metallband, 12 Nägel. Was? Auch Hartholz? Ja. Okay. Hinten Weichholz. Ja, dann mal kümmern wir uns erst ums Holz. Weil dazu muss es hell sein. Das mit den Nägeln und Bändern, das können wir danach machen, wenn wir wieder hier in dem Lager sind. Mhm. Wie viele Räder brauchen wir denn? 4 pro Wagen, also 8. Hast du nicht mehrere Wagen genommen? 2. Deswegen ja 8 Räder. 4 pro Wagen, 2 okay, Wegen. Okay. Und die Fässer sind Weichholz, oder? Weichholz, ja. Einmal 5 und einmal 2 noch, die wir brauchen. Zuerst Hartholz. Mhm. Wenn wir da zusammengehen und zusammen das machen, dann passiert uns nichts und wir haben schneller ein Erfolgserlebnis. So, ich bin geschwind noch weg, bis die Dame kommt. Mhm. Ist auf +12. Da läuft einer. Wo? Hier draußen. Wo draußen? Draußen. Draußen an unserer Base vorbei. Richtung links rüber. Geh, da habt ihr einen Steig hoch. Genau, Steig hoch schnell, dann siehst du ihn. Da lief einer vorbei eben. Siehst du ihn? Warte, Morgane, da läuft er, hier vorne bei mir, hier vorne. Links rum, da ist er.